Ich weiß ja nicht, warum das nicht wird, warum das so schwierig ist, an Cannabismedizin heranzukommen. Es ist mir ein Rätsel eigentlich, weil es gibt Ärztetagungen, es gibt das, es gibt das. Da könnte doch das Notwendigste, was es gibt, besprochen werden. Das finde ich, ist ja ein Mensch, der. Wir haben nur ein Leben. Das sollte doch sein, dass jemand, die haben oft Gärten und Häuser und alles und können sich gerade nur auf den Fleckerl bewegen. Ich gehe auch nicht aus der Wohnung. Also, aber wenn man alles hat und man kann nicht, weil man eben nicht aufstehen kann, weil man. Ich könnte normalerweise nicht einmal so und so machen. Ich sitze da wie von Stein und Schmerz verzerrt. Ich denke mir halt, das wird über kurz oder lang sowieso werden. Und wahrscheinlich denken sich das manche und sagen dann nichts. Weil ich habe das nicht als so ernst empfunden. Ich habe es nur gesehen, dass das bei mir wirklich die allerwichtigste Medizin ist von meinem ganzen Tag. Herzlich willkommen zur Botanic Connection Show. In unserer nächsten Episode spricht Dr. Kevandavani mit Frau Christina Fürst, chronische Schmerzpatientin, über ihre sehr effektiven und positiven Erfahrungen mit Cannabinoiden, Cannabis-Therapie. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, einen Erfahrungsbericht, einen authentischen Erfahrungsbericht über das Thema medizinisches Cannabis oder Cannabinoide zu erzählen. Könnten Sie ein bisschen über sich selbst erzählen, wann hat Ihr Leiden oder Ihre Symptome begonnen und seit wann sind Sie in Therapie? Ja, ich fange mal an. In Therapie bin ich seit September des Vorjahres und ich hatte jetzt die Kontrolle, den Kontrollbesuch wieder beim Herrn Dr. Blas. Und dazu gekommen bin ich, weil ich Medikamente nicht mehr nehmen konnte für die Hüften und musste die Medikamente umstellen und dann waren die Schmerzen unerträglich. Mir sind die Tränen von ganz allein runtergekollert. Also ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht stehen. Also es war wirklich unerträglich. Und ich habe mich schon seit längerer Zeit befasst über die Möglichkeit, medizinisches Cannabis zu bekommen, war aber nie möglich. Und ich habe dann in einer Apotheke Globuli angefordert. Das war, glaube ich, in Mariazell oder in St. Pölten. Ich weiß, ich müsste lügen. Und habe auch gleichzeitig für meine Tanten mitbestellt, auch Globuli. Und habe mir gedacht, das wird gut mit den Globuli. Das war aber nicht so. Und ich habe einmal gesehen, ein Interview vom Herrn Dr. Blas. Und da war er bei der Kalich-Show. Und da hat er über das Ganze gesprochen, über Cannabismedizin. Und mich hat das damals schon sehr interessiert. Und ich habe den Dr. Blas notiert gehabt in meinen Unterlagen. Und wie ich dann in größter Not war, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll, weil ich möchte wenigstens ein paar Stunden für mich haben, wo ich sage, ich kann, nicht, es ist mir Erleichterung. Ich sitze zwar dann nur da und bleib ruhig sitzen und schaue die Zeitung oder ich mache mir Notizen und ich schreibe auch sehr gerne mir alles auf, aber es tut mir nichts weh. Und das bin ich so dankbar, das sind meine Stunden und ich kann schlafen. Ich kann am Abend, lege ich mich ins Bett und ich schlafe bis in der Früh. War früher auch nicht möglich, weil ich nicht liegen konnte. Also das hat alles wehgetan. Das ist so ein Schmerzsyndrom, ein chronisches. Und operieren möchte ich mich in meinem Alter nicht lassen, weil ich lebe allein, habe keine Kinder, nichts. Also ich muss so gut es geht
schauen, dass ich zurechtkomme mit dem Leben. Ich habe zwar eine liebe Freundin und Nachbarin, habe ich mir die ganzen Mut zusammengenommen und habe mal angerufen. Bin dann in diesen Vortrag gegangen und habe dann 3 Tage später Termin bekommen. Ja, und dann haben wir halt kleinweise angefangen, die Tröpfchen mit einem Tropfen und so weiter. Ich muss aber dazu sagen, das Wichtigste ist die Selbstverantwortung bei dieser Sache. Die Eigenverantwortlichkeit ist das Wichtigste. Das meiste steht in den Broschüren vom Herrn Doktor. Da steht alles drinnen, welche Wirkungen und so weiter. Und an das muss man sich halten. Und glücklicherweise, also ich habe das Glück, meine Freundin ist dann nämlich zum Chefarzt gegangen mit meinen ganzen Unterlagen. Und die ersten 2 Mal habe ich selber bezahlt. Das waren dann über 100, also bei 160, 150 Euro. Und meine Freundin sagt, du, ich gehe dir dahin. Na, sie ist mir hingegangen, da hat der Herr Doktor alles durchgeschaut. Und ich habe es bewilligt bekommen. Das haben aber nicht viele, dass das so ich glaube, das ist von den ganzen Unterlagen, die ich gebracht habe, weil das ist ja ein Materium durch und durch gewesen. Also ist es sehr schwer, die Bedingungen, die Voraussetzungen, vom Chefarzt das bewilligt zu bekommen? Ja, es ist, in der Regel ist es ganz, ganz schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig. Und ich könnte es mir nicht leisten. Also da müsste lügen, ich könnte es mir nicht leisten. Und wenn ich auch nur ein Flascherl verbrauche, und so wie es jetzt ist, jetzt habe ich die höhere Dosis und die sind dann noch teurer. Ich weiß es jetzt gar nicht, wie viel sie kosten. Der Herr Doktor hat gemeint, ja, ich müsste 500 Euro bezahlen. Ich komme mit einem Flascherl, komme ich einen Monat aus. Also der Herr Doktor hat es mir selber auch gesagt, weil ich gesagt habe, ich habe das Glück, dass ich es bewilligt bekommen habe. Dann wollte ich mischen, 2,5% und 5%. Und dann hat der Herr Doktor aber dort gesagt, der Chefarzt hat gemeint, wieso 2? Und hat nur eines bewilligt. Gott sei Dank, das mit der höheren Dosis, weil da brauche ich nicht so viel nehmen. Wie fühlen Sie sich danach? Also, oder können Sie einen Vergleich anstellen, bevor Sie überhaupt jemals medizinisches Cannabis oder Cannabinoid-Tropfen genommen hatten? Damit es auch vielleicht für andere Menschen oder Patienten, Patientinnen ein bisschen greifbarer wird. Der Vergleich vorher, nachher? Ja, es ist eigentlich gar kein Vergleich. Weil nur muss man sich, ich bin sehr viel zu Hause. Das, wo ich meine, das sollte jedem Menschen möglich sein, dass er, wenn er sich dazu selber entschließt und das Ganze selber durchmacht, wie es für ihn am besten ist, dann sollten das wirklich viele Menschen, die das eben selber wollen, möglich sein. Und aber natürlich unter ärztlicher Aufsicht, also ärztliche Kontrollen. Es sollten überhaupt viel mehr Ärzte Bescheid wissen, wie die Behandlung vor sich geht. Und das ist, glaube ich, das Hauptübel, weil sobald ich sage immer, ich nehme zusätzlich zu meinen Medikamenten, die ich allerdings schon reduziert habe, also ich habe früher viel mehr Schmerzmittel genommen und ich kann sie jetzt reduzieren aufgrund der Einnahme. Diese Therapie aufgrund oder der Cannabis-Therapie. Aufgrund der Einnahme, das wie, muss ich sagen. Wie ging es Ihnen denn, als Sie damals, also bevor Sie überhaupt zum ersten Mal Cannabismedizin oder Cannabinoid-Tropfen, haben Sie ja konventionelle pharmazeutische Produkte. Ja. Wie ist Ihnen das damals gegangen? Also diesen Vergleich, Nebenwirkungen, hat es überhaupt irgendwas gebracht? Nein, es hat eben nichts gebracht, das muss ich nämlich sagen. Das hat nämlich überhaupt nichts gebracht. Man schluckt und schluckt diese Medikamente und dann steht, wenn es in einer halben Stunde nicht besser ist, dann nehmen Sie noch 8 Soldramaltropfen und so. Also das
Ich spreche auf solche Sachen überhaupt nicht an. Also manche werden, denen gefällt das, wenn die Dramaltropfen nehmen. Für mich ist das eine unnötige Belastung für den ganzen Organismus. Spüren Sie das? Konnten Sie das irgendwie, natürlich, können Sie das mir besser beschreiben? Ja. Ich meine, ich gehe keine Bäume ausreißen. Heutzutage soll man eher pflanzen als ausreißen. Aber ich komme zurecht und ich sage immer, gell, Hanna, uns geht's so gut. Ich bin so dankbar, ich bin unendlich dankbar. Ich glaube, ich bin irgendwie bevorzugt, irgendwie von der liebe Gott hat mich irgendwo, glaube ich, bevorteilt. Mir ist es immer gut gegangen und wenn ich schlecht gegangen bin und die Leute haben gesagt, mein Gott, na, die Arme, habe ich gesagt, mir ist immer gut gegangen. Jetzt bin ich heute einmal so, dass ich Schmerzen habe. Also ich finde mich ab mit den Sachen. Aber diese Situation vor der Einnahme der cannabishaltigen Medizin, Cannabis-Medizin, also ist ja überhaupt kein Vergleich. Und auch seelisch, muss man sagen. Die Hanni hat gesagt, meine Freundin, die wohnt gleich nebenan, hat sie gesagt, du bist jetzt viel lockerer, viel lustiger irgendwie. Weil sonst, ich bin von Haus aus ein bisschen depressiv, ja. Und dann noch das dazu, also das war zu viel. Sie nehmen ja Dronabinol, ja, was legal ist, ja, ne? Das ist vom Arzt verschrieben, ja, und wie wir wissen, ist Dronabinol nichtsdestotrotz am Ende des Tages doch ein synthetisierter Stoff. Also ja, es ist jetzt nicht die Pflanze an sich. Ja. Falls jemals Cannabis, nämlich medizinisches Cannabis, legalisiert werden sollte und Ihr Arzt, Dr. Blas oder wer auch immer, ja, Ihnen sagen würde oder Ihnen raten würde, steigen Sie doch um von Dronabinol auf die ganzheitlichen Wirkstoffe der Natur- und Nutzpflanze Cannabis. Würden Sie das dann machen? Würden Sie umsteigen auf, und ich meine jetzt nicht rauchen, sondern nein, wirklich die ganzheitliche Pflanze Cannabis mit den unterschiedlichsten Phytocannabinoiden, Cannabinoiden, Wirkstoffen, würden Sie da dem Rat des Arztes folgen? Ja, ich habe auch gesprochen mit dem Herrn Doktor drüber und er hat gemeint, in meinem Fall ist es besser, die Dronabinol zu nehmen, weil das andere, das wird den Krebskranken und den Kindern Asthma, die Asthma haben und so weiter, wird das verabreicht. Und in meinem Fall ist es besser, diese Dronabinol zu nehmen. Ich habe es noch nie ausprobiert, nur die gesamtheitlichen Wirkstoffe, aber ich würde es versuchen. Also wenn der Herr Doktor jetzt sagt, probieren Sie es einmal aus, ob es Ihnen besser tut, aber ich würde es sogar lieber nehmen, wenn ich nicht, sagen wir mal, schläfrig wäre drauf. Mir ist es wichtig, dass man nicht schläfrig wird drauf. Und das ist eben da der Fall, dass man nicht schläfrig wird und dass ich meine Sachen zu Hause, ich brauche zwar, was ich sonst in einer Stunde mache, einen ganzen Tag, aber ich mache das. Nicht? Und wie gesagt, also wenn das andere ist, wäre mir persönlich sogar lieber, weil ich die Natur hat immer noch die beste Medizin. Und wenn das erwiesen ist. Und ich war einmal viele Jahre mit einem Herrn Magister zusammen gelebt. Und der hat damals schon immer gesagt, dass, der war vieles älter als ich, der war 40 Jahre älter. Und der hat damals gesagt, er ist 91 verstorben. Und der hat schon gesagt, warum man das nicht legalisiert. Das ist das Einfachste, das ist nur ein und hat so viele gute Eigenschaften. Und er hat das, also er wäre auch dafür gewesen. Und ich nehme es auch mit reinstem Gewissen. Also ich hab keine irgendwelche Bedenken. Nur vor den Leuten kann man das wieder so nicht sagen. Also wenn ich jetzt mit Ihnen spreche und Sie zeigen das Leuten oder Sie, es ist ein Vortrag, dann habe ich nichts dagegen. Das ist mir
sogar sehr angenehm, wenn das öffentlich gemacht wird. Nur, wenn ich jetzt im Haus, wenn ich nehme, na gut, im Haus macht es den Leuten auch nichts, weil die kennen mich. Und meine Freundin kennt mich auch und ich bin nicht anders geworden in dem Sinn, sondern ich bin halt vergnügter, nicht? So wie jetzt sage ich, so und so und so bin ich aber in Wirklichkeit gewesen, immer. Und jetzt bin ich es halt mit den Tropferln. Jetzt habe ich 5 Tropferl genommen von dem, in der Früh um, was weiß ich, um 9. Und jetzt wirkt das, aber ich bin weder benommen noch irgendwas. Also so war ich immer und so werde ich wahrscheinlich immer bleiben. Nur ohne Tropferl schaut es anders aus. Mhm. Da sitze ich in einem Winkel oder ich verkriech mich in mein Bett und alles andere ist mir wurscht. Ne? Aber man kann ja nicht einmal liegen. Um das geht's. Mhm. Ne? Es gibt ja unzählige internationale Studien bereits zum Thema Cannabis oder zur Effektivität, verschiedenen Wirkungsweisen. Es gibt hunderte von Cannabis-Sorten, die untersucht werden, sei es in Israel oder in anderen Ländern, wo die Wissenschaft und die Forschung viel, viel fortschrittlicher ist und tabuloser mit dem Tabuthema umgeht und vor allem entstigmatisiert. Ja, ja. Haben Sie den Eindruck, dass der Gesetzgeber, das Gesundheitsministerium, die medizinische Landschaft oder die sogenannten Experten, Expertinnen, Sachverständigen in Österreich den Patienten und Patientinnen, die wirklich die Heil- und Wirkungsweise der Cannabispflanze bräuchten, den Menschen etwas vorenthält? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn es jemand braucht, dann und es ist angezeigt, dass er es braucht, weil ohne Kontrolle passiert es nicht. Und wenn es aber so ist, dass der Arzt sagt, ist in Ordnung, so wie es in meinem Fall glücklicherweise war, dann sollte es doch jedem zugänglich sein. Also den alten Leuten vor allem, die nimmer mehr operieren gehen wollen. Oder was weiß ich, es wird Kinder genauso geben, wo das Risiko größer ist, wenn man es operieren lässt, als mit den Tropfern. Und es kann ja gar nichts passieren. Es kann ja nichts passieren. Also der Gesetzgeber, weiß ich nicht, die schieben das halt auf die lange Bank, weil das war schon vor 20 Jahren war das schon im Gespräch, da hat mir auch jemand, der ein bisschen was zum Mitreden gehabt hat, gesagt, du wirst sehen, das wird einmal legalisiert werden. Also das, nur, dass sich so lange zieht, das ist natürlich eine andere Geschichte. Ne? Und noch einmal festzuhalten, es geht hier um medizinisches Cannabis ja, und nicht jetzt um natürlich. Freizeitkonsum. Nein, oder nein, wobei nein, da nein. Die Grenzen auch sehr verschwommen sind, weil wenn ein Mensch oder sei es Patient oder Mensch die Lebensqualität steigern, angenommen sie würden gern besser schlafen oder bessere Stimmung sein, und der Arzt empfiehlt Ihnen das würde Ihnen das empfehlen, darf er das nicht, weil er dann mit einem Fuß, mit einem Bein dann im Strafrecht sein würde. Ja. Was halten Sie überhaupt von der gesamten Situation? Nein, das finde ich, ist unnötiges Leid. Also das ist nur ein Gesetz und wenn das vom Arzt unter Kontrolle ist, dann soll das sein, dass jeder das nehmen kann. Egal, jetzt, wenn der jetzt depressiv ist und es hilft ihm das, ja, soll er doch das nehmen. Warum gibt es da nicht eine verstärkte Forderung seitens der Patientenlandschaft? Fordern die das zu wenig ein? Haben die zu wenig Wissen darüber? Oder ist das zu stigmatisiert, das Thema? Ängste? Was spielt da alles für eine Rolle? Ich finde, das ist nur das... Dass man einen schlechten Ruf vielleicht hat, wenn man sagt, man nimmt das. Das ist
sofort, na, die nimmt ja, was weiß ich, Gott behüt, na, fällt einmal um, na, da hat es wahrscheinlich zu viel erwischt, nicht? Oder irgendwas. Gott behüt, es passiert irgendwas und das weiß der und der und der, die wissen, ich nehme die Cannabis-Medizin, na, und dann passierte was. Und es sollte einem eigentlich egal sein. Mir ist es noch immer nicht egal, muss ich sagen. Weil ich habe es im Haus auch nicht mehr gesagt, ich muss einen Tee trinken. Weil zuerst habe ich gesagt zu meiner Cousine, sage ich, du, ich fahre jetzt zu einem Doktor und wegen meiner Schmerzen und vielleicht, ich weiß es nicht, bekomme ich Cannabis-Medizin. Aber das wusste ich ja damals nicht, weil man weiß ja nicht, ob der Doktor dann auch dafür ist. Nicht? Auch wenn ich dort zu dem Vortrag gehe, heißt das noch lange nicht, dass ich es deshalb verordnet bekomme. Nicht? Und dann habe ich aber nichts mehr. Er hat gesagt, na, was war denn? Ne? Sage ich, na ja, einen Tee soll ich trinken. Ne? Na, so gut, dann war das auch erledigt. Aber diesmal habe ich es gesagt. Da habe ich gesagt, es kommt ein Herr, der Herr Dr. Blass hat gemeint, ich könnte was sagen dazu. Und das habe ich ihr erzählt. Also so weit bin ich schon. Mhm. Jetzt fehlt es nur, dass ich es noch in der Öffentlichkeit sage. Und das passiert ja jetzt hoffentlich. Sie wissen ja sicher auch, dass in vielen Ländern jetzt, ja. Ob das ist in Kanada, ist es komplett legalisiert, ja. In den USA, in den meisten oder vielen Bundesstaaten ist schon das medizinische Cannabis legalisiert. In Deutschland, ja, kann man seit 2017 auf ärztliche Verschreibung sich auch, ja, Cannabisblüten aus, oh, der Apotheke holen. Ja, ja. Und es gibt so viele andere Länder, wo das jetzt, sei es jetzt entkriminalisiert, liberalisiert oder wirklich zugänglich gemacht wurde. Zugänglich, das würde ich sagen. Was halten Sie von der Situation? Ich meine, glauben Sie nicht, dass dieser Druck, dass das schon ein beschämendes Armutszeugnis ist für die Situation in Österreich? Dass das nicht sachlich, ja, wissenschaftlich, ja, fundiert besprochen wird? Ja, es sollte so sein. Aber ich weiß ja nicht, warum das nicht wird, warum das so schwierig ist, an Cannabis-Medizin heranzukommen. Es ist mir ein Rätsel eigentlich, weil es gibt Ärztetagungen, es gibt das. Er könnte doch das Notwendigste, was es gibt, besprochen werden. Das finde ich, ist ja ein Menschen, wir haben nur ein Leben. Oder vielleicht, wenn wir brav sind, kommen wir noch einmal. Na gut, aber da sollte doch sein, dass jemand, die haben oft Gärten und Häuser und alles und können sich gerade nur auf den Fleckerl bewegen. Ich gehe auch nicht aus der Wohnung. Also, aber wenn man alles hat und man kann nicht, weil man eben nicht aufstehen kann, weil man, ich könnte normalerweise nicht einmal so und so machen. Also ich sitze da wie von Stein und Schmerz verzerrt. Also mit mir wäre nichts zum Anfangen, so wie in der Früh. Mhm. Nein, also ich muss sagen, woran das liegt, das habe ich mich zu wenig beschäftigt damit, muss ich sagen. Wieso das? Ich denke mir halt, das wird über kurz oder lang sowieso werden. Und wahrscheinlich denken sich das manche und sagen dann nichts. Mhm. Weil ich habe das nicht als so ernst empfunden. Ich habe es nur gesehen, dass das bei mir wirklich die allerwichtigste Medizin ist von meinem ganzen Tag. Ich bin überzeugt, wenn ich nicht Angst hätte, ich kriege mein Herz noch mehr, als ich eh schon habe. Ich würde das alles weglassen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Mir wäre es danach nur mal probieren, nur Eigenverantwortung. Ja, ja. Also das ist das oberste Gebot. Genau, weil es geht ja nicht nur um eine Pflanze. Nein. Jetzt. Man könnte jetzt genauso gut, ja, über medizinische Präparate, ja, Opiate, ja, die, ja, auch, ja, sehr leichtfertig, ja, auch, ja, von, ja, Ärzten verschrieben werden könnten, ja, ja, nicht? Ja, ja. Also mit allen möglichen Nebenwirkungen. Ja, 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 ja. Nein. Also pharmazeutische Produkte, ja, meine ich. Ja, also darum habe ich auch das Gespräch begonnen mit der Eigenverantwortung. Mhm. Und wenn jemand weiß, was er tut, solange er noch weiß, was er tut, mhm,
solange soll er machen, was... Solange andere nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, auch vor allem, oder? Natürlich. Ja, ja. Das ist, okay. ist doch klar. Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen und für sich selbst, für andere Patienten, Patientinnen, für die Menschen, für unsere Gesellschaft? Ja, naja, dass ich gehe zum Arzt und sagen kann, mir hilft nichts, was kann ich da nehmen? Ich habe gehört, Cannabismedizin hilft, kann helfen, das weiß man ja im Vorhinein nicht. Ich kann schon sagen, hilft, aber dass man da sagt, probieren Sie das einmal und den Menschen das überlässt, ob er das machen möchte oder nicht. Es ist immer die Eigenverantwortung. Zweimal ist es mir passiert, dass die Leute begeistert waren, dass ich mich dazu entschlossen habe. Mhm. Also es kehrt ja nur ein kleiner Schubs, ist das nur mehr. Ich weiß nicht, an wem das liegt, das weiß ich nicht, wer da stoppt das Ganze. Haben Sie auf jeden Fall das Gefühl, dass sich das Bewusstsein ein bisschen mehr verankert, auch in der medizinischen Landschaft, unter den Ärzten? Unter den Ärzten sicher. Aber es sind welche, die sich damit eben überhaupt ganz wenig befasst haben. Oder zum Beispiel ein Arzt, der ist schon alt eingesessen und hat dann bei ein paar Jahren bis zur Pension. Na, der eignet sich das nicht mehr an oder er nimmt gar keine neuen Patienten. Oder wenn man das sagt, das überhört er. Mhm. Ja? Also manche wollen das von sich aus nicht sich antun, weil es geht immer um die Eigenverantwortlichkeit. Also dass irgendwas passiert und dann heißt es vielleicht, na, der Doktor hat mir ja das gegeben oder so. Mhm. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das kein Arzt verantworten will. Die haben zu wenig Wissen drüber, okay, die Ärzte. Das ist meine Meinung. Mhm. Vielleicht ist es falsch, aber so stelle ich mir das halt vor, dass das so sein kann. Weil ansonsten wüsste ich nicht, warum man das schmerzgeplagten Menschen vorenthält. Weil da kann man ja 4 Augengespräche oder soll ein Verwandter mitkommen und kann dann sagen, dass man drüber spricht in Ruhe. Mhm. Aber so viel Zeit müsste sich der Arzt auch nehmen. Ich meine, sicher. Würden Sie sich dann auch, falls Sie ein Auto fahren sollten, selbst dann überlegen, wenn Sie konventionelle medizinische, pharmazeutische Produkte? Gewisse schon. Weil die hätten ja dann auch einen Einfluss auf ihre Fahrtüchtigkeit, oder? Genauso wie die anderen. Genauso wie die anderen Mittel. Ich kann nicht Beruhigungstabletten nehmen und mich ins Auto setzen und ich weiß genau, nach einer Stunde bin ich irgendwie anders als sonst, dann fahre ich auch nicht mit dem Auto. Das ist genauso, wie wenn ich Alkohol trinke oder sonst was, dann setze ich mich auch nicht ins Auto, weil man eben eine andere Wahrnehmung hat. Mhm. Noch eine abschließende Frage. Haben Sie das Gefühl oder den Eindruck, dass in den Medien die Journalisten, die öffentlichen Anstalten auch ihrer Verantwortung nachkommen, dieses Thema auch aufzugreifen, Nein, überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht, wieso das nicht ist. Jetzt tun sie halt die Cremen und das. Also ich denke mir immer, das ist schon ein kleiner Beginn, dass man sich da öffnet, weil früher hat man ja nicht einmal ein Kärntl oder irgendwas oder einen Tee. Der ist ja heute noch sogar schwer zu bekommen, einen Hanfblütentee zu bekommen. Und da sind vielleicht 0,3 irgendwas drinnen. Aber wie gesagt... Das heißt, Sie würden sich auch ein bisschen eine sachlich fundierte Diskussionskultur wünschen? Im ORF oder wo auch immer? Ja. Medien. Dass die Leute hellhörig werden und das, so wie es mir eben gegangen ist. Wenn da öfter in den Diskussionen das wäre, aber das war das einzige Mal und jetzt, vor einer Woche oder vor 14 Tagen, hat meine Freundin gesagt, hast du die Kali schon gesehen? Sage ich, nein. Sagt sie, da war jetzt ein Arzt, der hat gesprochen über
Cannabismedizin. Und gerade das habe ich nicht gesehen. Das hätte mich interessiert und das interessiert viele. Das interessiert viele ältere Menschen. Ich bin nur leider jetzt, seit ich die Hunde weg habe, bin ich ja so viel zu Hause. Aber früher, ich habe mit allen Menschen gesprochen und war immer offen. Und also da sind viele Schmerzgeplagte. Und ich war auch bei Klienten früher und habe viel mitbekommen, also wo Schmerz vorhanden ist. Meine Tanten zum Beispiel waren Krankenschwestern, die würden es sofort nehmen, aber ich traue mir es auch nicht sagen. Einmal habe ich den Tropferl mitgehabt, sage ich, muss nur zwei Tropferl nehmen. Ja, was du schon wieder hast. Aber sie würde es selber nehmen, wenn sie besser gehen würde. Ne? Ist das ein Generationenthema, weil im frühen 20. Jahrhundert war ja nicht nur Cannabis, sondern alles. Ja, das ist schon. Ist legal. Schon. Oh ja. Ich glaube, das ist diese großen Pharmafirmen, dass die eher dagegen sind. Also weil die wollen Geld machen und daher wird das Ganze totgeschwiegen. Herzlichen Dank. Botanic Connection. Alles über Cannabinoide in Österreich. Mehr Informationen finden Sie auf Botanic.